Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash. Du siehst eine neue Folge von Star Stable Online und nach dem Intro geht's los. Ja, schön, dass du da bist. Ich stehe hier am iDeans Plaza bei Madison und dem wunderbaren Nightdust. Ich werde jetzt hier mal weiter questen. Aida! Das ist gar nicht gut. Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Er kommt direkt auf uns zu. Lauf! Komm schon, Aida! Nein, das wird uns helfen zu fliehen. Na, gute Nacht. Oh ja, oh no. Okay, wir sollten abhauen, so schnell es geht. Ja, so schnell es geht heißt, du solltest nicht stehen bleiben. Oh Gott. Okay. Ah, hier durch die engen Straßen ist natürlich auch nicht so einfach, oder? Oh Gott, da werde ich mehrere Anläufe brauchen. Ich weiß es genau. Lauf da lang. Lauf, lauf. Ich sagte ja, ich werde mehrere Anläufe brauchen. Hast du auch mehrere Anläufe gebraucht? Erzähl mal. Weil ich glaube, das ist echt nicht so einfach. Ja, ich bin für sowas immer ein bisschen unfähig, muss ich leider zugeben. No, jetzt hänge ich hier fest. Komm schon, ernsthaft jetzt. Na gut. Ich lasse mir mal Zeit hier. Nightdust macht das schon. Ich hab's ja nicht eilig, wa? Ist ja nur eine Flucht. Kann man ja mal langsam machen. Wenn man es so gut kann wie ich halt. So, jetzt stand er da vorne links, ne? Ja. Das heißt, ich gehe darum und darum. Na, er hat mich schon wieder erwischt? Nee, jetzt ernsthaft? Aber ich bin doch... Ich muss mal gucken, dann bin ich da ja anscheinend falsch gewesen. Ja, fop, 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 fop. Ich mach ja fop, 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 Madison. Versuch Nummer 3. Wetten werden jetzt noch angenommen, wie viele Versuche ich brauchen werde. Also diese Ecke ist nicht meine. So, ich gehe jetzt dann mal da hoch bei dem Brunnen, ne? Weil vielleicht muss ich gar nicht da rechts rum. Sondern hier lang. Ach, der kommt dann. Ich muss da schneller sein. Ach, Manno. Ja, ja, ja. Ich muss schneller sein. Es hilft ja nichts. Menno. Schade, dass man diese Videosequenz immer wieder angucken muss. Übrigens, Versuch Nummer 4. No, 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 jetzt schnell, schnell, schnell. Alter Falter. No, no, no. Oh, oh Gott. Ach, hier geht's auch lang? Oh. No, ich häng fest. Ja, Nightdust, was rennst du auch gegen die Wand? Das ist doch nicht gesund. Ha? So. Wir müssen hier zwischen den Häusern durch. Was war das denn für ein Geräusch? Ich habe ein Geräusch gehört. Also, 4 Versuche habe ich gebraucht. Wie viel hast du gebraucht? Ab damit in die Kommis, bitte. Muss ich immer noch flüchten? Nein, anscheinend nicht. Puh. Puh. Wo ist der? Glaubst du, wir sind entkommen?
Sieht nicht so aus. Ich laufe mal langsam und gechillt, ne? So. Okay. Lauf weiter, vorher an wir davon, bis hinunter zum Hafen. Ja. Madison! Aida! Papa? Ha. Huh. Herr Anvir, sind Sie das? Ja, der sieht immer noch genauso hässlich aus wie vorher. Ja. Madison, Aida! Ah, Aida, ich glaube, wir sollten gehen. Ich glaube auch, wir stehen schon viel zu lange hier rum. Warum muss ich hier Slalom machen? Und warum kann ich da nicht zu ihm? Ah, naja, ich reite mal hier lang. Okay. Das ist bis jetzt einfacher, aber wer weiß, was noch kommt, ne? Dahin. Und hier rum. Und hier lang. Ah, wunderbar. Da springt der wie ein Flummi. Aida, wir brauchen einen neuen Plan. Der hier funktioniert nicht. Aida, Nightdust, was sollen wir denn jetzt machen? Locke Herrn Anvir in einen der Käfige und schließe ab. Okay. Madison, stell dich hinter mich. Was für eine Art Monster ist das? Kein hübsches. Keine Zeit für Erklärungen, wir müssen was unternehmen. Ja, ich habe eine Idee. Aida, was meinst du? Die Käfige? Das ist eine fantastische Idee. Das ist wie in dieser Fernsehsendung, als sie diesen Monstertiger gefangen haben. Papa, weißt du noch? Sie haben ihn in einen Käfig gelockt. Madison, das hier ist wirklich nicht dasselbe. Aida, wenn du diesen Mega-Anvir in einen Käfig locken kannst, schließen Madison... Ach so, das ist der Papa. Aida, wenn du diesen Mega-Anvir in einen Käfig locken kannst, schließen Madison und ich ihn ein. Glaubst du, du schaffst das? Na klar, komm mit Nightdust zusammen, schaffe ich das. Ich bin ja weit gekommen, wa? Haha, schön. Ich hab so drauf, ey. Okay, weiter geht's. Ja. Auf geht's. Ja, wir schaffen das immer noch. Wir machen es diesmal besser. Ah, das müsste man überspringen können. Das ist wirklich ein bisschen blöd gemacht. So. Jetzt warte ich mal, bis er ein bisschen... Ah, vielleicht kann ich hier so durch. Hier kommt er ja nicht her. Der dreht da seine Kreise. Genau. Guck mal, jetzt kann ich nämlich hinter ihm herlaufen. So. Komm, put, 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 Herr Anvir. Puti, 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 puti. Du musst jetzt ruhig bleiben und stillhalten. Wenn du dich zu früh bewegst, läuft Herr Anvir nicht in den Käfig. Bleibe einfach still stehen. Nur noch ein bisschen. Ob das so richtig war? Pass auf, Herr Anvir hätte dich fast erwischt. Du musst beim nächsten Mal vorsichtiger sein. Ach so. Okay, ich sollte mich dann irgendwann schon bewegen anscheinend. Krieg ich hin. Ja, also. So, auf geht's. Ich laufe ihm wieder hinterher, der Einfachheit wegen, ne? So. Okay, auf ein neues. Diesmal mit Weglaufen auch.
So, komm, komm. Jetzt beweg dich. Stand das da gerade auch schon? Ich habe das nicht gesehen. Er ist eingesperrt. Madison, du wolltest dicht machen, den Käfig. Papa, jetzt! Wir müssen den Käfig zuschließen. Wilda! Aida, die Tür klemmt. Wir können sie nicht schließen. Herr Anvir, ich helfe Ihnen. Haltet sofort inne. Ihr glaubt doch nicht für eine Sekunde, dass ich zulasse, dass ihr ihn einsperrt. Aha. Ups. Der geht mal eine Runde schwimmen. Wilda. Aida, schnell. Wir müssen die Tür schließen. Puh, was ein Action. Puh, im Augenblick würde ich am liebsten nach Hause gehen und eine Woche lang schlafen. Meine Nerven sind nicht für Abenteuer dieser Art gemacht. Hurra, Aida, wir haben es geschafft. Wir haben Nightdust gerettet. Guck mal, jetzt sind seine Augen auch wieder normal. Bring alle Pferde an Bord des Schiffs. Madison, Eric, wie geht's euch? Holy? Oder Holly? Nicht Holy. Holly? Jonas? Ahoi! Ich hab mir gedacht, ihr könntet ein größeres Boot brauchen, also habe ich etwas Hilfe von einem alten Freund geholt, Kapitän Bruce. Was ist das denn? Das ist der dusselige Pirat. Du hättest mich und Aida sehen sollen. Der Pirat hatte dieses Gift und dann, boom, hat er sich verwandelt. Und Aida war total ruhig. Und Neid das so, und dann sind wir durch Jorvik City gelaufen. Und ihr hättet uns sehen sollen. Wir mussten um unser Leben rennen. Und dann mussten wir ihn einsperren. Und Papa konnte die Tür nicht schließen. Und Madison, was redest du denn da? Erik? Wir erzählen dir später mehr. Jetzt sollten wir versuchen, diese Pferde an Bord des Schiffes zu bringen. Herr Anvir hat nicht alleine gearbeitet. Ich glaube, wir sollten nicht mehr hier sein, wenn seine Partner auftauchen. Also gut, Aida, hilfst du uns, die Pferde an Bord des Schiffes zu bringen? Klar. Auf geht's. Einmal. Das ist so schön, dass die jetzt die neuen Pferderassen da haben. Ach so, ich muss die da so hinbringen, richtig? Alles klar. Ich habe gedacht, das reicht, wenn ich die anklicke. Na los, ihr beiden Hübschen. Wo ist denn das Schiffchen? Da vorn. Kriegen wir alles hin. Ein Pferd ist auf der Fähre. Sehr gut. Wo ist das nächste? Ich habe schon zwei hingebracht. Da ist es, okay. So, dann kommst du hübsche Schönheit. Achtung, nein, geh doch mal hier in die andere Richtung. Geh doch da lang, ist doch kürzer, Mensch. Was machst du denn? Oh, das war eine sehr spannende Quest. Ich glaube, die spannendste, die ich in Star Stable bis jetzt gespielt habe. Naja, okay, diese Soul Rider Quest ist auch schon sehr spannend. Aber die war jetzt schon cool. Das Pferd ist auf der Fähre. Sehr gut. Und was machen die anderen eigentlich? Stehen die nur rum und warten, dass das Wetter besser wird? Na Mann. So. So, komm Pony. My little Pony. Und das nehme ich auch gleich mit hier. So. Sehr gut. Nächstes. So, das müsste jetzt reichen, ne? Das läuft, glaube ich, weiter. Nee, immer noch nicht. Geh mal ganz ran da. Zack. Sehr schön. Jetzt mal gucken, wie viele da noch sind. Aber der hat schon viele Pferde gefangen. So. Na, die werden sich auf Südhof dann gut wohlfühlen, glaube ich. Da ist ein Pferdeparadies. So, bist du das Letzte hier? Komm her, du Pony. Ja, genau. Dreh da mal schön um. Prima.
Die Welsh-Ponys sind schon auch mega cute, oder? Das möchte ich mir auch gerne irgendwann nochmal holen. Das gefällt mir nämlich auch. Aber es kommen immer so viele neue Pferdefarben und Pferderassen raus. Vielleicht kommen ja jetzt dann nächsten Mittwoch neue Lusitano-Farben und ich habe meine Pepper immer noch nicht ausgelevelt, Mensch. Das sollte ich mal loslegen langsam. Das Pferd ist auf der Fähre. Sehr gut. Alles klar. Claro, claro, wunderbaro. Seht ihr, dass bei mir die Ausrufezeichen irgendwie nicht gehen? Naja. Nein, das war aber sehr gut. War das das Letzte? Super, ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Sprich mit Kapitän Bruce, wenn du bereit bist. Hallo, wir können nach Hause. Alle Pferde und Menschen an Bord, dann lasst uns Segel setzen. Nightdust, wir gehen nach Hause. Nein. Zu Hause. Fühlt sich wie Ewigkeiten an, seit ich zu Hause war. Ich glaube, ich habe unsere Insel nicht mehr so sehr vermisst seit, ich weiß nicht wann. Auf geht's, nach Südhof. Währenddessen an einem ganz anderen Ort. Ah, der ist wieder rausgeschwommen, guck mal. Nee? Herr Anvir, ich hol Sie aus diesem Käfig raus, das verspreche ich. Ganz ruhig, wir bekommen Sie schon wieder hin. Ja. Ach, guck mal an, wen haben wir denn da? Anscheinend kann man heutzutage niemandem mehr trauen. Wo sind meine Pferde? Dako, es gab Komplikationen und das Mädchen, sie haben die Pferde mitgenommen. Sie haben auch das Labor ruiniert. Herr Anvir hat versucht, sie aufzuhalten, aber... Verschwinde! Nee? Oh, der geht schon wieder baden, die arme Socke. Erst hat uns diese Hexe im Stich gelassen. Jetzt das Mortuus Spiritum Serum. Meine Suche nach dem perfekten Pferd, ganz ohne das Licht Aidins, wurde wieder einmal aufgehalten. Allerdings scheint es, als war unsere Investition in sie keine totale Verschwendung, Herr Anvir. Ladet ihn auf das Schiff. Wir finden schon einen Nutzen für ihn. Darkors Albtrauminstitut kann niemals zu viele Monster haben. Alles klar, ich vermute mal, wir werden Herrn Anvir als Monster irgendwie nochmal wiedersehen. Hoffentlich nicht so früh. Der soll man da erstmal bleiben, ne? Wir sind wieder da. Mit wem muss ich reden? Da. So, endlich wieder zu Hause. Ihr habt ja keine Ahnung, wie fantastisch sich das anfühlt. Es fühlt sich so an, als wäre ich eine Ewigkeit weg gewesen. Danke für alles, Aida. Der ist ja schön mit dem Altstrich da oben drauf. Ist ja voll cool. Das ist aber klar, das ich freue mich einfach drauf, wenn alles wieder normal wird. Mama. Vielen Dank für deine Hilfe, Kapitän. Wir hatten Glück, dass du das Schiff so navigieren konntest, dass wir nicht Schiffbruch erlitten haben. Mama. Es war gar nicht so schlimm, Holly. Es waren nur ein paar winzige Felsen. Wir waren nicht in Gefahr. Winzige Felsen? Du hast uns fast in eine Klippe gesegelt. Meine Crew hat die Pferde entladen, doch jetzt müssen wir wieder Segel setzen. Mama. Na gut, was machen wir jetzt mit all den Pferden? Mama. Wir müssen uns etwas überlegen. Einige von ihnen müssen rehabilitiert werden, aber Pferde sind zähe Tiere. Mit der Zeit schaffen sie es schon. Und es wird alles schön sein. Und es wird schön sein, wieder mehr Leben auf der Insel zu haben. Mama. Ja, fühlt sich gut an, zur Normalität zurückzukehren. Wo wir von normal reden, Aida, hast du zufällig gesehen, wohin Madison und Nightdust gegangen sind? Das war sie nicht. Aber ich suche sie mal. Ich sehe schon, die Folge heute wird ein kleines bisschen länger. Aber ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil die Quest ist, denke ich, dann jetzt zu Ende, weißt? Und es wäre Blödsinn, da noch eine neue Quest-Folge von zu machen. Deswegen suche ich mal Madison und Nightdust. Ich glaube, die sind irgendwo in den Feldern wahrscheinlich. Madison ist nicht hier.
ich mag die Musik hier, oder? Es ist schöne Musik hier, auf jeden Fall. Na, im Stall werden sie ja auch nicht sein. Madison ist nicht hier. Aber Kühe und Kuhkaka. Madison ist immer noch nicht hier. Ich guck mal hier hinten. Ich glaube, die ist hier irgendwo. Nightdust wieder in die Wildnis entlassen. Ja, da vorne sind sie. Siehst du, das dachte ich mir doch. Guck. Aida, da bist du ja. Hast du das gesehen? Irgendetwas geschieht mit Nightdust. Was ist los, Nightdust? Geht's dir gut? Reite mit Madison zur Hütte des Einsiedlers. Das mache ich. Ein neues Rennen. Also ein Rennen, sagen wir es mal so. Was ist denn? Oh, wie schön! Oh, mega! Wow! Nightdust! Nightdust scheint voller Energie zu sein. Willkommen zu Hause, Nightdust. Papa hat versprochen, dass du so oft du magst auf der Farm bleiben kannst. Ja, wir sollten zum Einsiedler reiten. Er hat dich bestimmt schon vermisst. Aida, komm, wir machen ein Wettrennen zum Einsiedler. Oh, da fällt mir etwas ein. Um ins Tal der Magie zu gelangen, wo der Zauberer lebt, brauchen wir die magischen Blumen, weißt du noch? Fast wie beim letzten Mal. Aber dieses Mal ist es viel besser, da Nightdust und ich jetzt für immer zusammen sind. Stimmt's, Nightdust? Der letzte bei der Hütte ist ein haariger Herr Anvir. Und vergiss die magischen Blumen nicht. Okay. Mega. Mega schön. Ob so ein cooles Dingspferd dann auch gibt, Urpferd, das wäre natürlich schon schick, ne? Ah, mega schön. I like it. Da drüben ist noch einer. Da, 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 da. Ah, guck, wie hübsch der ist. Das ist ja der absolute Oberknaller hier. Und wie Madison da drauf Musik hört. Auf ihrem kleinen Zauberpony. Ist ja unglaublich. Na? Hallo? Ich bräuchte noch Blümchen. Ich hätte die da oben doch mit einsammeln sollen. Da ist noch eine, schau mal. Eins, zwei und da hinten ist noch eine. Reite zur Hütte des Einsiedlers, mache ich. Sehr cool. Ach Gott, ich mag auch Südhof. Warum ist aber hier so Dämmerungswetter? Wegen der Quest wahrscheinlich, ne? Weil das abends war oder so. Denke ich. Okay, einmal, zack, ach, da kommt man ja nicht runter, ne, ich reite mal brav rum. So. Ich bin da. So. Ah, guck, da steht er. Der ist echt mega hübsch, ey. Das ist ja der absolute Oberhammer. Aida? Madison? Ist das Nightdust? Madison? Wie geht es dir? Du darfst doch nicht einfach so weglaufen. Deine Familie hat sich solche Sorgen um dich gemacht. Ich musste sogar zur Farm laufen. Ich muss an einem Tag mit fast drei Leuten sprechen. Die Pferde hier haben dich auch vermisst. Mach das nie wieder, versprochen?
Ich hab dich auch vermisst und ich weiß, wer dich noch vermisst hat. Oh, der ist so mega hübsch. Nightdust, bist das wirklich du? Aber, seine... Interessant. Du hast keine Ahnung, was wir durchgemacht haben. Aida und ich sind herumgeschlichen wie Ninjas. Und wir haben das Mutterhirn besiegt. Und dann, als wir die Fährte befreit haben, ist unser Pirat aufgetaucht. Herr Anwir? Ja, du hättest ihn sehen sollen. Er war so... Aber Aida war absolut cool und gelassen. Ich würde das alles gerne hören. Möchtest du hereinkommen? Ich mache dir eine Tasse Tee und du kannst mir alles von euren Abenteuern erzählen. Ja, ich komm mal rein. Oh Gott, das ist so... Der Neid, das ist so wunderschön. Schau dir das mal an. Ich muss mal hier in den Fotomodus. Das ist ja der absolute Hammer. Guck mal, wie hübsch. Knaller. Knaller! Okay. Also rein geht's. Hallo Abby, ich sehe, dass du mich angestiegen bist. Ich bin nur gerade am Aufnehmen, dann ist es immer schlecht. Vielleicht siehst du diese Folge, ja? Etwas später. Oh, jetzt sind meine Dings wieder da. Guck mal. Aida, ich bin nicht so begeistert von Gesellschaft, aber ich möchte sagen, danke. Danke, dass du Madison und Nightdust gerettet hast. Ich vermute, Nightdust neues Aussehen kommt von dem Serum, das Herr Anwir ihm gegeben hat. Man könnte es wohl als Narbe sehen, die das Serum hinterlassen hat. Ein Beweis, dass er, ich vermute, Nightdust gehört zu einer speziellen Pferderasse, die schon seit Jahrhunderten Helden sind. Die Druiden haben ihre eigenen Namen für sie. Vielleicht weißt du, wovon ich rede. Vielleicht auch nicht. Aida, ich möchte dir etwas geben. Etwas sehr Besonderes. Pass gut darauf auf. Aida, selbst wenn dieses Abenteuer vorbei ist, ich hoffe, dass du für weitere Abenteuer in der Zukunft zurückkommst. Sieht aus, als wollte Nightdust das auch, dass du zurückkommst. Wir sind Kommandantin und Agentin und vor uns liegen noch viele Abenteuer. Und jetzt muss ich wohl nach Hause. Bis dann! Ja, bis dann, kleine Madison. Ich hoffe auch, mit dir gibt es noch weitere Abenteuer zu erleben. Und jetzt gucke ich mir doch die Satteldecke noch an. Ich habe eine Satteldecke bekommen. Nightdusts Decke. Oh, die passt perfekt zum Outfit. Guck mal, da bewegen sich die Sternchen drauf. Wie cool ist denn das, bitteschön? Warte mal. Ach so, ich bin schon so nah dran, wie es geht. Schade. Ach so, ich könnte aber mal so. Dann kann man da noch näher gucken. Schau mal. Das ist ja echt hübsch, oder? Total cool. Finde ich echt sehr, sehr schön. Und damit ist die Quest beendet und somit auch die Folge. Ich habe sowieso grenzenlos überzogen. OMG. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Damakasch.